über Bitcoin, Blockchain, Kryptowährung, die Welt der digitalen Werte. Und heute soll es mal um die drei Speichenregel gehen. Ja, wer aus der Goldszene kommt, wer ein Goldbug ist, der kennt die drei Speichenregel zuhauf. Diese Regel besagt, man nehme ein Drittel seines Geldes, kaufe von einem Drittel Gold, von einem Drittel Immobilien und von einem Drittel Aktien. Ja, und wenn man das über drei Generationen macht, dann wird spätestens die Enkeltochter oder der Enkelsohn Millionär sein, beziehungsweise finanziell unabhängig sein. Also, ich habe ein Beispiel. Ich befinde mich nach dem Zweiten Weltkrieg. München ist komplett zerbombt und Immobilien sind für eine Handvoll Gold zu haben. Ja, die Wirtschaft liegt am Boden. Aktien sind auch für Penny Stocks zu haben, auch Titel, große Industrien. Ich kann hier wirklich ja, sehr, sehr günstig Aktien einkaufen. Irgendwann dreht sich dann das Blatt, dann boomt der Immobilienmarkt, es gibt vielleicht eine Immobilienblase sogar, ja, oder die Zentralbanken drucken wieder neues Geld zu niedrigen Zinsen, wird Geld, neu gedrucktes Geld verliehen, davon kaufen sich Investoren Aktien und die performen dann total super im Vergleich zu Immobilien oder ja, zu Gold eben. Ja, und womit ist das noch vergleichbar, dieses Anlageschema? Ja, mit dem magischen Dreieck der Vermögensverwaltung. Da spricht man nämlich nicht von Gold, Edelmetall, Land und Aktien, sondern von Sicherheit, Rentabilität und Liquidität. Naja, und grob kann man sagen, was bietet am meisten Sicherheit? Ja, ein Haus, wo ich wohnen kann, auch wenn ich kein Geld habe. Ja, ich habe vielleicht einen Garten, da kann ich mir Tomaten, Kartoffeln anbauen. Ja, ich habe Land. Ja, ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich muss nicht erfrieren im Winter. Ja, Immobilien, das ist erstmal die Sicherheit. Auch wenn ich arm bin, ja, gibt mir das erstmal ein Fundament. Ja, und dann habe ich vielleicht Waren, ja, auch das können auch Aktien sein, handelbare Wertpapiere, ja, oder eben Waren, mit denen ich meinen Lebensunterhalt bestreite, die ich importiere, exportiere. Ja, womit das ist das, was mir im Prinzip eine Rentabilität einbringt. Also fortlaufendes Einkommen, fortlaufende Einnahmen. Das können natürlich auch Titel sein, die Zinsen bringen, ja, oder Kredite oder Staatspapiere, ja. Also im Prinzip alles, was Einkommen eingibt, ja, was monatliches oder tägliches Income bringt. Ja, und dann habe ich etwas, das bringt keine Zinsen, wie zum Beispiel Gold. Das ist im Prinzip die Liquidität. Also das, womit ich, was ich, der Wertspeicher, mit dem ich dann so etwas wie Waren, ja, Lebensmittel oder Häuser, Grundstücke kaufen kann. Ja, da investiere ich dann mein Geld rein zu einem Drittel und irgendwann ja, wird sich dann werden dann zwei von diesen Positionen, die gehen dann nach unten oder werden nahezu wertlos, aber das verbleibende Drittel, das verzehn- oder verzwanzigfacht sich entsprechend im Wert im Vergleich zu den anderen Werten. Ja, und weil ich ja immer ein Drittel von jedem Vermögen haben will und die Immobilie zum Beispiel dann ja, 100-mal mehr wert ist als das, was ich vielleicht noch an Aktien oder Gold habe, verkaufe ich die Immobilie oder kaufe mir eine kleinere, günstigere, dass ich wieder ein Drittel habe und von den anderen zwei Dritteln kaufe ich mir dann Aktien und Liquidität bzw. Gold. Ja, und jetzt sehen wir zum Beispiel, dass die Immobilien wieder so ein bisschen runtergehen. Ja, man weiß auch nicht, steuern wir auf eine Rezession zu und Gold ist jetzt tatsächlich auf ein neues Allzeithoch gegangen. Ja, das ist die Drei-Speichen-Regel. Aber die Frage ist, wo ordne ich denn hier bitte Bitcoin ein? Naja, und Bitcoin will ja laut White Paper eigentlich digitales Gold sein. Das heißt, ja, eigentlich ist das hier der Aspekt Liquidität. Ja, nicht ganz. Im Moment hat Bitcoin noch lange nicht die Marktkapitalisierung von Gold erreicht. Zentralbanken denken auch noch nicht, jedenfalls nicht die großen, darüber nach, Bitcoin auch als
Währungsreserve zu bunkern. Bitcoin ist momentan, ja, laut der Meinung vieler Investoren ein Risk-on-Asset. Das heißt, es ist mehr so eine Art, ja, Aktie, kann man sagen. Ja, also eigentlich ein Wertpapier, wäre also hier irgendwo in der Nähe. Das heißt, es wird damit spekuliert, es wird auch gehalten, aber es ist so volatil, dass es im Prinzip bei weitem nicht an die Wertstabilität von Gold oder Immobilien drankommt. Aber die Wertsteigerung, da ist Bitcoin natürlich momentan das, was alle anderen Anlageklassen bei weitem die letzten Jahre geschlagen hat. Jedenfalls von den bekannteren Anlageklassen. Ja, also von digitalem Gold kann eigentlich noch nicht die Rede sein. Irgendwann wird sich das ändern. Dann wird Bitcoin ein Wertspeicher sein, ähnlich wie Gold, eine Liquiditätsreserve sein und die Volatilität wird zurückgehen. Man wird jetzt nicht mehr so hohe Spekulationsgewinne machen. Dafür gibt es dann Altcoins, die diese Rolle übernehmen werden, aber das finanzielle sichere Rückgrat, was immer noch gemeint werden wird, das wird Bitcoin sein. Und dann wird es irgendwann einen Aspekt geben, wo Bitcoin so sehr in eine so zentrale Rolle im Finanzsystem hat, dass es so eine Art digitales Real Estate sein wird. Ja, dass man auf Bitcoin quasi bauen kann, ein Businessmodell vielleicht sogar aufbauen kann, Daten, die auf der Bitcoin-Blockchain verewigt werden, unglaublich wertvoll sind, vielleicht sogar eben, ja, Verbriefungen von Immobilien oder von bestimmten anderen Werten. Ja, Bitcoin ist digital, ich kann es im Gegensatz zu Gold wunderbar weltweit transportieren. Ja, und ich kann Land, kann ich nicht beliebig herstellen. Ja, ich müsste im Prinzip, wenn ich Land habe, wie das in den Niederlanden oder in Dubai gemacht wird, ich müsste künstliche Inseln aufschütten. Ja, also ich kann, wenn Land natürlich wertvoller wird, habe ich die Möglichkeit, mehr davon zu produzieren oder eben, ja, Flächen, die kein Land sind, eben wie schon gesagt, zum Beispiel Meer, ja, oder Seen, kann ich aufschütten und dann in Land umwandeln. Ich kann, wenn der Goldpreis steigt, kann ich mehr Gold fördern. Ich kann ins Universum reisen, ich kann mehr produzieren. Ja, wenn eine Firma gut läuft, dann kann sie hier ihre Aktien splitten. Ja, was ständig passiert. Und ich kann neue Häuser bauen. Ja, das kann ich alles produzieren. Aber bei Bitcoin als allererstes Asset der Welt geht das eben nicht. Da kann ich nicht einfach neue Bitcoins drucken. Bitcoins werden nach einem mathematischen Protokoll generiert. Es wird jeden Block nur, gibt es immer nur eine bestimmte Menge Bitcoins, die neu an die Miner verteilt wird. Und selbst diese Menge halbiert sich alle 4 Jahre durch das sogenannte Halving, so dass ich dann am Ende nur 21 Millionen Bitcoins haben werde, etwa im Jahr 2140. So ein knappes Gut hatte die Menschheit bisher noch nicht. Und ja, so gesehen hat es dann irgendwann wahrscheinlich dann mehr Eigenschaften wie Real Estate, wie Land, ja, oder wie Sicherheit. Ja, aber vorher muss es halt diesen Weg gehen von Rentabilität in Liquidität zur Sicherheit hin. Ja. Und das ist die Drei-Speichen-Regel mit Bitcoin einbezogen, wie sich das für mich darstellt. Teilst du meine Ansicht? Dann schreib es doch bitte in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like. So, und jetzt wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Viele haben ja am Freitag schon auf die ETF-Freigabe gehofft. Da ist nichts draus geworden. Bis zum 10. hat die SEC noch Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Wenn nicht, dann ja, kommt vielleicht ins Gespräch, dass die SEC gar nicht die richtige Behörde ist, die Kryptowerte regulieren sollte. Vielleicht nimmt dann die Politik das Zepter in die Hand. Alle wollen es. Alle sind ziemlich angenervt, dass es sich so hinzögert, dass die Tür für die institutionellen Anleger, ja, die auch in Sicherheit streben, da sind wir wieder hier in der Drei-Speichen-Regel, ja, dass dieser Weg noch verschlossen ist und
Das kann nicht ewig so aufrechterhalten werden. Ich hoffe also, dass wir spätestens Mittwoch ein ETF-Approval sehen werden. Bis dahin wird der Markt wahrscheinlich noch ziemlich volatil werden. Aber wir leben in spannenden Zeiten, ja, wo eben auch, was ist auch ein Baustein oder ein Teil, der passieren muss, damit Bitcoin eben von einem Risk-on-Asset mehr so in Richtung Gold oder Sicherheit, ja, neu eingestuft wird vom Markt. Wir werden es sehen. Spannende Zeiten. In diesem Sinne, habe ein schönes Wochenende. Mach es gut.